Es dauerte keine 24 Stunden, bis sich eine klare Meta im neuen Siedler herauskristallisiert hatte. Und auch klar wurde, dass wichtige Mechaniken komplett fehlen. Egal, ob man das neue Siedler mit einem RTS wie Age of Empires 2, einem reinen Aufbauspiel wie Siedler 2 oder einem Hybriden wie Siedler 3 und 4 vergleicht, das hier ist kein gutes Zeichen. Gegen die KI und unter Umständen auch gegen einen menschlichen Spieler könnt ihr das Spiel entweder in 6 oder in maximal 16 Minuten gewinnen. Und zwar, indem ihr das komplette Gegenteil von dem macht, was ein Siedler von euch fordern sollte. Der einfache Rush ist ganz simpel. Wir schicken unsere Startsoldaten einfach direkt zum Gegner. Das dauert tatsächlich einige Minuten, aber kaum hatte ich das feindliche Gebiet erreicht, hatte ich effektiv auch schon gewonnen, denn die KI hatte ihre Truppen getrennt und so konnte ich etwa ein Drittel ihrer Truppen eliminieren, bevor ich dem Rest begegnete. Danach dauerte es nur ein wenig, um das Lagerhaus mit Molotovs einzureißen. Aber selbst wenn ich das nicht geschafft hätte, ich habe auch einige Ingenieure erwischt, was den Gegner, egal ob Mensch oder KI, eine ganze Weile deutlich verlangsamt, wenn nicht sogar komplett handlungsunfähig gemacht hätte. Gegen einen menschlichen Spieler ist ein Sieg so natürlich nicht garantiert, weil wenn er zum Beispiel mit seinen Starttruppen das Banditenlager ausgeräumt hat, wird er ausreichend geschwächt sein. Türme können einen solchen Rush zwar verhindern, müssen aber so platziert sein, dass sie nicht ausmanövriert werden können. Und wenn man Türme am Anfang schon zur Pflicht macht, sollte man sich überlegen, ob das Startgebiet nicht gleich von ihnen umringt sein sollte, um das Spiel nicht unnötig zu verlangsamen. Hier wird auch ein klarer Nachteil der Ingenieure deutlich. Sie vereinen vier verschiedene Siedlertypen aus den alten Spielen, von denen die Hälfte aber als Zivilisten galt und somit nicht angegriffen werden konnte. Man könnte Ingenieure natürlich auch so behandeln, aber dann hat man Geologen und Pioniere, die unverwundbar sind. Ein Kompromiss könnte es sein, dass Ingenieure auf eigenem Land als Zivilisten behandelt und nur auf feindlichem oder neutralem Gebiet zum Abschuss freigegeben sind. Aber es geht noch weiter. Es gibt eine weitere Strategie, die gegen die KI garantiert zum Sieg führt und auch für Spieler, die nicht genauso handeln, schwer zu kontern sein dürfte. Scoutet mit zwei eurer Soldaten die beiden Ruinen, die euch Werkzeuge gegen Waffen tauschen lassen. In der Zwischenzeit baut ihr eine Eisenschmelze, Waffenschmiede und Trainingsplatz. Ihr habt genug Starteisen für 5 weitere Waffen und die Ruinen lassen euch eure 10 Startwerkzeuge gegen 18 Waffen eintauschen, 6 jeden Typs. Mit 6 Ingenieuren pro Ruine geht das auf jeden Fall, wobei es schneller sein könnte, die Ruinen nacheinander mit 9 Ingenieuren abzuklappern, die ihr dann nicht zweimal für die Waffen laufen müsst. Das dauert ein wenig, aber dann habt ihr eure Soldatenanzahl schon mehr als verdoppelt. Das wird sehr schwer für den Gegner zu kontern, wenn er sich nicht gezielt darauf vorbereitet. Ein Counter könnte es sein, die Ruinen direkt mit euren Startsoldaten zu bewachen, aber dann bleibt eure Siedlung ungeschützt. Türme bedeuten dann wiederum, dass ihr eure Wirtschaft verzögert, wenn ihr vorhattet, eine zu bauen. Und alle anderen Gebäude sind ja auch angreifbar. Ein weiterer Aufbau kann also weiterhin verhindert oder zunichte gemacht werden. Aber dass das hier überhaupt relativ zuverlässig funktioniert, spricht Bände. Ich wollte eh schon mal ein Video dazu machen, wie Age of Empires 2 Angriff und Verteidigung in den verschiedenen Spielphasen ausbalanciert und es mit Siedler 4 vergleichen. Aber hier reicht es, denke ich, mal zu schauen, wie die gleichen Strategien mit Siedler 4 laufen. Gegen einfache KIs wohlgemerkt, schwere bekommen nochmal 5 Startsoldaten on top. Mit den Starttruppen einzumarschieren ist in S4 Selbstmord. Obwohl wir die gleichen Truppen haben und die KI sie nicht optimal einsetzt, werden unsere Truppen komplett zermürbt, während die KI nicht mal die Hälfte verliert. Weil S3 und S4 eine Kampfkraftmechanik haben, die den Verteidiger im Early Game schützt. Meine Soldaten richten außerhalb meines eigenen Gebiets nur 50% ihres normalen Schadens an. Das Gegenstück zum erweiterten Rush schlägt sich etwas besser. 31 gegen 19 Soldaten läuft zwar mit ihrer Kampfkraft immer noch relativ gut für den Verteidiger, aber am Ende gewinne ich das tatsächlich. Nur, dass das auch nicht immer funktionieren würde, denn wenn mehr Spieler beteiligt wären, würde auch die Startkampfkraft reduziert, bis 25% bei 8 Spielern. Und die KI hat auch den Nachteil, dass sie weder größere Türme baut, noch Türme mit mehr als einem Soldaten besetzt. Ein menschlicher Spieler könnte das mit einem großen Turm gut abwehren. Siedler war mal ein Aufbauspiel. Auch als es in Teil 3 und 4 mehr zu einem Aufbau-RTS-Hybriden wurde, war es immer erst ein Aufbauspiel und dann ein RTS. Und ich glaube, selbst das Erbe der Könige, was selbst als RTS betrachtet fragwürdige Entscheidungen beim Einheitenmanagement getroffen hat, hat das besser hingekriegt. Ballistatürme haben gut reingehauen und richtige Militäreinheiten musste man sich auch erst erarbeiten. Ich glaube aber nicht, dass es unbedingt die beste Lösung wäre, die Startsoldaten aus Siedler 2022 zu entfernen. Andererseits haben Soldaten hier auch keine weitere Rolle wie das Besetzen von Türmen, also besteht am Anfang auch kein unmittelbarer Bedarf für sie. Manche Probleme dieses Spiels sind vielleicht lösbar, aber andere sitzen aus meiner Sicht zu tief. Nichts, was man in 2 Monaten zum Release löst, oder danach, schließlich entwickelt hier nicht Paradox. Wenn die für ein Aufbauspiel ohnehin schon entkehrten Produktionsketten so überflüssig sind, dass sie am besten ignoriert werden, ist was ganz Grundlegendes schiefgegangen. Und nachdem sich ein Kommentar unter dem letzten Video über die Ansagerin im Spiel beschwerte, wurde mir auch klar, woran mich die Kartengestaltung und Präsentation erinnert hat, nämlich mehr an ein MOBA. Und als jemand ohne richtige MOBA-Erfahrung bin ich ja noch bereit zu sagen, dass ein Hybrid aus Aufbauspiel und MOBA sicher auch ein Experiment wert wäre, aber können wir das bitte in einem eigenen Franchise machen? Siedler 2022 versagt gerade in allem, was es sein soll, sein will und zu sein scheint.
und damit nagelt es gerade den Sarg des ohnehin schon längst begrabenen Franchises leider noch fest dazu.